Wir arbeiten mit dieser speziellen Löwenzahnart, dem russischen Löwenzahn, weil er eben in der Lage ist, Naturkautschuk in seinen Zellen zu machen. Also in diesem weißen Milchsaft, den man ja auch kennt, so von dem einheimischen Löwenzahn, ist eben das Besondere in diesem Löwenzahn, dass er da diesen Naturkautschuk produziert. Und das ist halt so ein sehr spannendes Biopolymer, was eben vor allem ja in vielen alltäglichen Dingen des Lebens Verwendung findet, aber vor allem großes Marktpotenzial bei Reifen hat, also bei Autoreifen, Fahrradreifen, weil die einzige kommerziell verwertbare Pflanze für Naturkautschuk ist immer noch der tropische Kautschukbaum, der eben in Tropengebieten angebaut wird. Und das Produkt muss eben aufwendig importiert werden für viele Länder. Und da möchte man natürlich für den zukünftigen Bedarf eine Alternative schaffen. Also hier, das ist jetzt die Wurzel und hier kann man schon so erahnen und sehen, dass man hier so Kautschukfäden hat. Jetzt kommt der Milchsaft raus. Ja, und hier sieht man ganz schön, wie viel Milchsaft dann auch wirklich in dieser Wurzel ist. Also man hat den ja auch in den Blättern, aber hauptsächlich eben in der Wurzel. Was wir hier an der Uni Münster eben vor allem auch machen, ist diese Grundlagenforschung. Also wir versuchen zu verstehen, wie entsteht der Naturkautschuk in dieser Pflanze. Und dadurch hat man halt zum Beispiel auch verschiedene Genabschnitte im Genom vom russischen Löwenzahn identifizieren können, die halt eine wichtige Rolle spielen für die Kautschuksynthese. Um neue Faktoren zum Beispiel zu identifizieren, stehe ich eigentlich täglich im Labor und verwende verschiedene molekularbiologische Methoden, wie zum Beispiel PCR oder Methoden zur Proteinanalytik. Und wir verwenden andererseits aber auch Massenspektrometrie und Chromatographieverfahren, um verschiedene Stoffe aus den Pflanzen nachzuweisen. Wir haben einen Pool an Genen, die für uns interessant sein könnten, mit denen beschäftige ich mich im Labor und benutze dann auch viele Modellorganismen, also nicht den russischen Löwenzahn selber, sondern etablierte sozusagen Laborpflanzen, die ich dann teilweise zum Beispiel auch genetisch verändere und die Gene aus dem Löwenzahn einbringe, um in diesen Modellpflanzen zu sehen, welchen Effekt haben diese Faktoren. Und wenn es da schon vielversprechend ist, dann gucke ich mir das auch genauer in dem russischen Löwenzahn an. Und diese sogenannten molekularen Marker kann man dann wiederum in der Züchtung einsetzen. Beim russischen Löwenzahn ist es halt auch so, der ist sehr heterogen in seiner Erscheinung. Also man hat diverse Wurzelmorphologien und auch verschiedene Wachstumsformen von diesem Löwenzahn. Und um ihn dann wirklich so als Nutzpflanze hinterher zu etablieren, bedarf es da halt großer Züchtungsarbeit. Das heißt, dass man homogene Pflanzen am Ende hat, die natürlich möglichst viel Kautschuk produzieren in ihren Wurzeln. Und was da zum Beispiel ein Züchtungsansatz ist, dass man zum Beispiel auch probiert, den einheimischen Löwenzahn, der halt zum Beispiel auch eine viel größere Wuchsform hat, also der sehr viel größer ist, mit diesem russischen Löwenzahn zusammenzubringen, um eben so eine große Wurzelmasse, Biomasse zu bekommen mit hohem Kautschukgehalt. Für uns ist das natürlich dann auch super, wenn wir dann auch sehen, dass diese ganze mühsame Arbeit, die wir im Labor verbringen, auch am Ende wirklich zu so einem Produkt wird.